Das ist ja richtig. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Event gerade. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, so macht Fallout 76 wieder mehr Spaß. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zucker. Herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer... eigentlich 73, aber wahrscheinlich wird es der 72. Part. Ich habe es ein wenig hier verkackt. Ich habe das falsche Mikro angehabt und das lag ein bisschen weiter weg. Und ja, ja, blöd. Jetzt, ja, blöd. Oh. Moment, da ist irgendwas auf der Karte. Da ist der Cedo. Wartet mal, was haben wir hier? Meistgesucht, betritt das Eventgebiet. Oh, geil, wir haben ein Eventgebiet. Okay, dann let's go. Was sollen wir hier machen? So, was ist jetzt hier? Was ist jetzt hier das To-Do? Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zucker. Wir sind hier in Nuka World, mehr oder weniger. Nuka World on Tour. Und, ich weiß nicht, was wir hier tun sollen. Was geht hier ab? Okay. Was sollen wir hier machen? Ah, der Beauty-Bot. Oh, ich habe vielleicht die falsche Waffe ausgewählt. Ja, auf jeden Fall, wir... Digga! Was zum Fick hast du für eine Waffe? Ja, es ist ja unser erstes Event, was wir jetzt mal mitmachen hier, gefühlt. Das ist ja total geil. Okay, Alter, Level 1102. Alter, what the fuck, man. Wir sollten vielleicht mal die Quest auswählen, oder? Moment. Warum ist... einfach nur, dass ich weiß, was ich überhaupt zu tun habe. Tägliches... meist gesucht. Okay. Stiehl den den Bewohnern. Warum wird denn das nicht automatisch angenommen? Was soll denn das? Habe ich das mal ausgewählt oder ausgemacht oder was? Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das geht nämlich nicht. So. Au. Au, 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 au. Hätte mich angeschossen, du Sack. Mach mir dich platt. Ja, nice. Gib mir den Scheiß. Wo packen wir denn den Spaß hin? Da rein, oder was? Fluchtbeutel deponieren. Okay, let's go. Machen wir. Ah, so geht das. Ja, dann kriegen wir das doch hin. Müssen wir einfach nur hier von den Mobsen, oder was? Einmal. Das ist schon gemobst. Hier haben wir noch. Das ist ja ein lustiges Event. Okay, das nehme ich mit. Das ist ein wirklich cooles Event. Müssen wir einfach nur... Hier, guck mal, da haben wir noch mehr. Gib mir die Beute. Gib mir das. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir denn hier? Also, wo krieg ich nur von denen was? Hey! Ah, hier ist noch was. Au! Ja, ja, natürlich. Ah, au, 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 au. Das ist ein cooles... Da ist ein Safe. Moment, den nehme ich mit. Super! Das ist ja ein super cooles Event. Gib mir richtig ab. Nehme ich. So, als her damit. Haben wir noch mehr? Da hinten? Hui! Ja, guck dir den Safe an. So, wir haben noch ein bisschen Zeit zu plündern, glaube ich. Da ist noch was. Hier. Perfekt. Dann können wir das doch eigentlich mal kurz abgeben, oder? Dass wir hier... Komm her, let's go. Wie viel haben wir? 430. Oh, wir haben es geschafft. Tu nicht gut. Okay. Ah! Au. Okay, kriegen wir hin. Jiha. Wow, da habt ihr ja ganz schön was eingeladen. Ja, gelle. Das ist ein cooles Event, Mann. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Komm her. Okay, wir sollten viel öfters Events spielen. Das ist ja total geil. Das ist ja richtig cool. So, kann ich hier nahe Leichen? Lass mal gucken. Ja, wunderbar.
Kann ich auch alles nehmen? Ja, erzähl damit. Alles für unseren Schrott. So, wie lang müssen wir das hier verteidigen, das Ding? Okay. Kommen noch mehr Gegner? Ach, das dauert jetzt so lange. Okay. Die kleinen Säcke, wo seid ihr? Noch mehr Gegner? Das ist ja richtig. Also, ich bin wirklich begeistert von diesem Event gerade. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, so macht Fallout 76 wieder mehr Spaß. Vor allem, weil wir dann hoffentlich gleich geilen Loot kriegen. Das wäre halt mit das Beste. Wir sollten wirklich öfters diese Events machen. Ja. Oh, ich habe hier doch gerade einen Bösen gehört. Oh, da kommt die Mine, oder was? Alter. Hui. Oh, ich hab... Alter, Junge, Hilfe! Okay, du meinst... Der macht ja alles fertig, ne? Na, Leichen haben wir ja nicht. Ah, wir gehen hier straight an den Mann, würde ich sagen, oder? Nehmen uns aber die Plasma-Kartuschen mit, weil die Waffe ist geil. Aber die Zeit zieht sich ganz schön. Sind das wirklich eine Minute? Ja, doch, das wird. Digga! Oh, geil. Okay. Kann ich dich looten? Ja. Nuka Kate Punkte 5000. What the fuck, man? Oh, what the fuck? Western? Ich hab ne... Was? Krass! Das war ja super. Was ein Zufall. Das ist ja super duper. Das Ghoul-Hüters Bogen. 50% gegen Ghule, 50%... Alter. Das ist ja total geil. Crazy. Das Fernglas könnten wir nicht mitnehmen. Da unten ist... Aua. Da unten ist Munition, ne? Ja. Warte mal, habe ich jetzt auch diese Waffe da bekommen? Wo ist sie? Wartet. Ja! Das ist ja super. Zeig mal das Ding. Oh, wie geil. Eine Nuka-Cola-Waffe. Ich raste ja aus. Das ist ja nice. Feines Ding. Wie cool. Boah, nice. Ach, guck mal. Mit dir können wir auch reden, oder? Bist du Betty? Tatsächlich. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ich bin Betty. Wie kann ich dir heute ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern? Oh, das weiß ich noch nicht, Digi. Was für Waren hast du? Ja, zeig mal, was hast du für Waren? Oh, ich verkaufe die wunderbarsten Sachen, die deine Augen vor Freude leuchten lassen. Sieh dir gerne in aller Ruhe meine Auswahl an. Okay, machen wir. Wer bist du? Ich bin Betty und mir gehört der Laden. Mein Papa hat mich immer Missy genannt, wegen der ganzen Missgeschicke. Ach, lustig. Vielleicht hatte er recht, aber ich mag Betty. Oder vielleicht Sunny, weil ich der totale Sonnenschein bin. Aber... Betty ist okay. Betty ist okay. Dabei können wir bleiben, Schätzchen. Okay, Betty ist okay. Dann bleiben wir bei Missy. So, du bringst Pech? Was für Pech? Tot. Das hat what the fuck? Papa gesagt. Mama hat es nicht geschafft, als... Es war nicht meine Schuld. Ich hätte das ganz anders gemacht, wenn ich einfach... Wenn du die Wahl gehabt hättest. Ach, alles gut. Also zurück zum Positiven. Bist du viel gereist? Ja, ne? Oh nein, nicht lang. Ich bin eine Einheimische. Einheimischer geht's gar nicht. Ich wurde bei der Belching Betty geboren. Aber ich wollte schon immer die Welt sehen. Als diese Kirmes vorbeikam, wusste ich, dass ich die Gelegenheit ergreifen muss. Das kann ich verstehen. So gut zu mir. Ich werde mir Mühe geben, die beste Angestellte aller Zeiten zu werden, um mich erkenntlich zu zeigen. Sehr gut. Ja, mach das. Mach das. Was für Waren hast du denn? Magst du Kirmes? Alle sind so gastfreundlich. Ja, okay. Er hat immer die lustigsten Geschichten. Oh je. Kreaturenbällchen. Zum Beispiel nackte Pilzmeerschweinchen, die auf zwei Beinen zu ihm gehen und was von sich erzählen. Oder fliegende Todeskrallen. Fliegende Todeskrallen. Oder dieses Monster, das den Achterbahnaufbau verhindert. Wie dem auch sei. Ja, was hast du? Oh. Komm. Sieh dir gerne. Ja. Zeig, was hast du hast. Ich wollte dich einfach nur lächeln sehen, wie süß. Ach, wie reizend. Sweet. Was hast du für uns? Wir können dir doch bestimmt auch was verkaufen. Luca Cola Twist, Schaltkreise. Achso, das war unser Stuff. Die Impro-Pistole. Die behalten. Nee, die gebe ich dir.
Ja. Kleidung. Hilfsmittel. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich Psycho komme. Ja. Ja, let's go. Why not? So, was kannst du uns jetzt... Was können wir von dir verkaufen? Hast du einen Bauplan oder sowas? Irgendwas Cooles? Nee, irgendwie nett, ne? Oh, Moment, hier waren... Ah, nee, das war nur Stuff. Waffen? Nee. Okay, danke. Okay, was ich auf jeden Fall mal kurz machen muss, ist hier mal die Option einstellen, weil ich glaube, ich habe mir das nämlich selbst ausgestellt. Gehen wir mal hier auf Einstellungen, dann Spiel. Pazifist-Modus aus, Hauptquest, wenn gestartet, aktiv. Nebenquest, wenn gestartet, aktiv. Sonstige Quest, wenn gestartet, ja, ja, auf geht's, oder? Das war nämlich das, was ich da die ganze Zeit falsch gemacht habe, ja, ja. Rucksack sichtbar aus, alle Granaten, Mündungsfeuer, bla, bla, bla. Freie Kamera, Camp, Wetter. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Anzeige, war, Tiefenschärfe machen wir ein bisschen höher. Pip-Boy-Farbe. Ah ja! Das sieht doch, ja, das sieht doch gut aus. So, alternativ. Das hätte ich aber auch irgendwie gerne. Oh ja, guck mal, hier, das nehme. So, gespeichert? Ja, Wunderbärchen. So. Okay, dann haben wir nämlich jetzt als nächstes die... Warte, ich gucke nochmal zur Sicherheit nach. Haben wir doch jetzt die Quests. Wenn jetzt wieder irgendwas reinkommt, so eine Tagesquest, dann haben wir die ja automatisch gestartet, korrekt. Ja, wunderbar. Benachrichtigung für begonnene inaktive Quests zeigen. Nee. Vibration, ich glaube, das mache ich mal aus, weil das ist hier sowieso nur nervig. Okay. Moment, was war... Moment, was war... Kartenmäßig, was war da unten? Was ist denn das? Volt 51? Ach so, das ist für eine... Ja, okay, warte mal. Volt 51, ich glaube, da könnten wir jetzt hinreisen. Ja, ja, könnten wir hinreisen. Haben wir hier noch eine Quest? Was haben wir denn hier questmäßig überhaupt noch zu machen? Lass mal gucken. Daten. Geht zur Futterschlange. Oh, warte mal. Tägliche Quest. Ist die nicht hier in der Nähe sogar? Ist sie nicht in der Nähe, die Futterschlange? Kann ich mich zentrieren? Ja, hier. Das ist Camp. Nee. Hier ist mein markierter Ort. Ach, schade. Hier ist leider... Nee, hier ist... Hier ist leider nicht... Ah, ich habe den Ort markiert. Meine Güte, ich bin so ein kluger Mensch manchmal. Ich glaube, ich habe das Camp markiert, dass, falls wir uns zurücksetzen, da oben hinkommen. Meine Güte, ja, zu dir komme ich später. Moment, du kannst uns heilen, oder? Ich bin Dale. Hi, Dale. Kannst du auf die Kirmes... Kannst du auf die Kirmes irgendwas empfehlen? Ja. Aber halt dich auf ihn. Ja, ja. Tja. Ja, mir geht's gut, danke. Endlich. Endlich. Okay. Ah, Moment. Oh, wir sind auch irgendwie ein bisschen angeschlagen, ne? Oh, das hätten wir, wären fast draufgegangen. Jetzt mal ehrlich. War ich so klug und hab das hier markiert? Oh ja, Mann, ich war so klug. Au. Hä, warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Auf jeden Fall, ich war so klug. Genau hier. Hier ist das Camp. Ja, geil. Dann kann ich nämlich die ganzen Notizen lesen. Das habe ich nämlich euch versprochen. Aber erstmal werden wir was essen und trinken. Aber das mache ich jetzt offline. In dem Sinne, meine lieben Zugucker, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund. Und haut rein. Bis denn. Ciao, ciao.